Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicular. Hier ist euer Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres Madden NFL 16 Spielerkarriere Let's Plays mit Björn Werner für euch. Und heute geht's, wie letzte Woche bereits angekündigt, gegen die Green Bay Packers und die stehen 10-3. Oh, wow, wow, das wird ein richtig harter Ritt werden hier, Junge, Junge, Junge. Bin auf jeden Fall gespannt, wie wir uns schlagen werden. 78er Overall, sparen nochmal ein bisschen an XP, gehen rein in die Saison. Wir dürften jetzt irgendwo bei 5,56, glaube ich, stehen, wenn ich mich nicht irre. Wir schauen einfach mal. 8-5 unsere Bilanz, wir bleiben und sind Rang 1 in unserer Division und jetzt hoffentlich ein Sieg gegen die klaren Favoriten aus Green Bay, die ein Overall Rating von 96 haben. Und los geht die Partie. Wir spielen gegen den Großmeister, gegen Aaron Rodgers. Pinchen die Defensive mal zusammen. Oh, und dann direkt vorbei. Lacy war da zu schnell vorbei gewesen, dass ich das mal sage. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber Lacy war hier ein bisschen zu flink gewesen in der Situation. Crossfire, Free Seams. 2-3. Ja, wieder ein bisschen die Defensive vielleicht zusammenziehen. Die O-Line. Sicherlich nicht die schlechteste, da haben wir einen guten Job gemacht, weil wir Lacy hier direkt gestoppt haben, 3. und 7, sehr schön, Cover 4, Show 2, wir haben jetzt übrigens die Offensive mal ein anderes Playbook gegeben, wir haben dem mal gesagt, die sollen mal mit dem Playbook der Denver Broncos spielen und nicht mit dem der Kansas City Chiefs. Ja, da haben wir direkt erstmal einen Hit abgesondert hier Richtung, boah, der war stark, Richtung Aaron Rodgers, aber der war richtig gut gefangen. Ja, starker Ball von Rodgers, wieder schnell gespielt, aber kein großer Raumgewinn. 2010, natürlich die O-Line der Packers ist nicht die schlechteste, im Gegenteil. Die gehört eher zu den Besseren der Liga. Und dann müssen wir erstmal versuchen, hier durchzukommen. Gegner natürlich hier Bulaga gerne mal. Und dann haben wir aber hier Eddie Lacy. Ne, Asiata haben wir schön getackelt. Schön, das gibt ein paar Punkte fürs Statistikkonto. Nicht schlecht, 3. und 9. Und noch dazu eben auch eine starke Aktion, weil wir vielleicht damit dem Drive einen entscheidenden Dämpfer verpassen konnten. Ah, gegen 2. Gegen 2 müssen wir ran. Und damit ist der Drive hier vorbei. Yes, schön verteidigt von unseren Colts wieder. Die Defensive ist da. Ich hoffe, die Offensive auch. Oh nein, die Offensive ist natürlich nicht da. Wen wundert das irgendwie? Es ist traurig, es ist traurig. Und der nächste Tackle von Björn Werner. Gegen Eddie Lacy. Das, was letzte Woche so gar nicht geklappt hat mit den Tackles gegen die Chiefs. Da gab es zwar 1,5 Sacks, aber sonst mehr auch nicht. Ja, weiter Ball und das ist ein Catch. Wer war das? Jordy Nelson oder so? Richtig, richtig gut. 8000 Career Receiving Yards. 1:11 und jetzt sind sie natürlich hier schon in der Red Zone, im Punktebereich. Bin ich gespannt, ob es auch genau so weitergehen wird. Laufspiel, wieder 2 gegen uns. Warum doublen die uns jetzt hier schon? Das gibt's doch gar nicht. Asiata jetzt auf dem Feld als Running Back. Und Rodgers läuft selber. Aber das hat er wieder gut verteidigt hier. 3. und 6. Cover to Sink. Das heißt, die beiden Cornerbacks in der Manndeckung hier. Und hinten 2 Safeties, die aufpassen. Ja, geht rein ins zweite Viertel direkt an der Smoke. Wir spielen das, was der Coach sagt. 3. und 6. 6 Minuten noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Eddie Lacy kann laufen, wird laufen. Nein, wird er nicht. Oh, Rodgers, viel zu weit. Was hat er denn da gemacht? 3-0-Führung gleich für die Packers, weil sie natürlich das Field Goal schießen werden. Aber eben kein Touchdown. Und unsere Offensive ist leider Gottes desaströs.
Das kann man alles hier gar nicht mehr sagen. Ah, Mann. Und die Packers stehen direkt wieder vor unserer Endzone. Ja, offensiv geht halt gar nichts bei unseren Jungs. Ja, wieder ein guter Ball von Aaron Rodgers. Und das ist der Touchdown. 10-0 Führung jetzt. Die Packers machen das, was ich gedacht habe, dass sie machen. Und zwar, sie dominieren uns hier. Wir geben zwar unser Bestes in der Defensive, aber es wird heute nicht reichen, glaube ich. Ach Mensch, ein Lebenszeichen. Ein Lebenszeichen unserer Jungs. Die Offensive lebt. 10-7. Andrew Luck kann verkürzen. Ja, ein extra Tackle von uns. Wieder gut gemacht. So muss es doch laufen. Oh, da hätten wir auf Rodgers laufen können. Guter Play-Action-Pass. Da hätten wir direkt ihn umnocken können. Wir waren durch und wir sind auf Lacey gegangen, weil ich dachte, er kriegt den Ball. Eieiei, da hat man mal gesehen, was so ein Play-Action-Pass ausmachen kann. Den Sack gab es deswegen jetzt nicht. 3. Wieder gut gemacht, der Ball kam an. Wir müssen mal hochspringen, das habt ihr ja auch gesagt. Eventuell kann man den Pass da mal blocken. Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt hochspringen kann. 8 von 9, Rodgers, 100 Yards. Bereits geworfen, 2 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Bulaga macht hier auch keinen allzu überragenden Job, muss man sagen. 6 Rushes, 11 Yards. Und Björn Werner kriegt den Tackle gut geschrieben. Jetzt müssen wir ein bisschen in die Zone gehen. Jawohl, das haben wir gut gemacht, waren hier drauf auf Randall Cobb. Und dann gibt es den Sack gegen Aaron Rodgers. 3. und 13. Und jetzt wird natürlich hier ein Pass kommen. Abulaga macht das gut. Oh, der kommt an. Aaron Rodgers. Diese Offensive. Diese Ruhe, die er hat und bringt dann den Ball an. Der Typ ist einfach richtig stark. So, wieder Zonendeckung für uns. Vielleicht haben wir mal eine Chance auf eine Interception oder sowas. Jawohl! Da sag ich's doch. Und das ist der Pick 6. Das ist unsere Defensive. Rennen, Junge, rennen. Yes! Führung für unsere Colts. Ja, Mann. Aaron Rodgers intercepted. So soll es laufen. Die Defensive ist das Einzige, was die Colts Woche für Woche in den Spielen hält. So, was macht Rodgers? Schöner weiter Ball. Der ist auch incomplete. Okay, der ist incomplete. Kommt nicht an. Jetzt werden die weiten Dinger hier kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Cover 4, Show 2. Wieder Zonendeckung für uns. Aber wir könnten hier auch mal die Option vielleicht nutzen und mal Richtung Sack schielen. Ja, da spielen sie nämlich nicht hin. Spielen nämlich da vorne hin. Und wenn wir merken, er wird sowieso nicht in die Richtung spielen, können wir mal ein bisschen vom Gameplan abweichen. Beziehungsweise von dem, was wir machen sollen. 1 Minute noch. Cover 2 Man. Und da läuft Rodgers selber. Läuft er selber. Timeout jetzt bei den Packers. Die liegen hinten, die wollen natürlich noch was machen. Die geben sich damit hier nicht zufrieden. Und Bulaga hier weiterhin. Oh, wieder Rodgers. Will der mich verarschen? Wir müssen mal auf Rodgers achten. 3. und 2. Bisschen innen bleiben. Ja, und dann hat er Probleme. Und dann ist er verletzt. Oh Gott. Wir haben Aaron Rodgers verletzt. Das wäre bitter für die Packers. Das wäre mehr als bitter. Wir führen 21-10. Die Colts sind da. Die Colts leben. Die Offensive lebt. Und wir führen hier 21-10 gegen eines der besten Teams der NFL. Und ja, Rodgers ist draußen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Weil den Ersatz-Quarterback, den kann man auf jeden Fall schon mal in Beschuss nehmen. Vielleicht kriegen wir noch unseren Sack hier in diesem Spiel. Freuen würde es mich auf jeden Fall. Ja, nächster Tackle von uns gegen Asiata. Das war heute schon Nummer 5. 2 waren für Loss. 3. und 6 jetzt. Also viele Tackles heute. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, schneller Ball kommt an, aber der reicht nicht zum First Down. Und damit ist unsere Offensive wieder am Zug. Eventuell machen sie hier wieder Punkte. Oh, die sind doch on fire. 28-10. Yes! Andrew Luck ist endlich da. Jetzt brauchen wir ihn auch am meisten. Genau in diesen Spielen hier. 28-10. Björn Werner. O-Line. Ja. Er wirft. Der Ball ist
Ja, gut gewesen, aber der Receiver bringt den Ball, das Bein nicht auf den Boden und damit bitter, bitter kein First Down. Manndeckung, wollen wir mal Manndeckung spielen gegen Eddie Lacy hier? Wir spielen mal Manndeckung gegen Eddie Lacy. Neue Aufgaben sind ja nie schlecht. Ja, der war nicht schlecht, kommt trotzdem an. 3 von 4 Handley, 21 Yards Raumgewinn. 5 Minuten noch zu spielen, 1. und 10. Ah, wieder ein guter Pass. Der ist ja bald noch besser als Rodgers. Der wirft nämlich ziemlich schnell hier die Bälle weg. Sehr schön. Aber es sieht jetzt natürlich sehr, sehr gut aus für uns. Da brauchen wir auch nicht drum herum reden. Ich meine, 4,5 Minuten, 18 Punkte vorne. Wieder ein kurzer Pass. Wir spielen jetzt viele schnelle Pässe, damit wir den Quarterback nicht mehr unter Druck setzen können. Asiata wieder auf dem Feld. Ja, kommt an, kommt an. Er macht einen guten Job, der Ersatz-Quarterback. Kann man ihm nicht vorwerfen. Schön vorbei. Komm schon, steh auf. Oh, da ist der Sack. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Ein Sack. 6 Tackles. Season Goal complete. Oh, sehr schön. Sehr schön. Yes. Es ist einfach so schön hier, wenn was in der Defensive funktioniert. Überragend. Ja, das war jetzt mal nichts. Das haben wir jetzt mal nicht so gut gemacht. 3. und 15. Er muss jetzt weit passen. Ja, der Ball kommt auch. Der war gut. 2-Minute-Warning, aber kein First Down. Und ja, gut, den spielt er jetzt aus. Damit haben wir ihn bei Cover 4 und können jetzt dafür sorgen, dass er vielleicht wieder zu Boden geht. Wir haben einen, ja, guten Pass-Rush hier. Liegen jetzt aber am Boden. Weiter Ball. Incomplete. Er ist weg. So, und das war's dann jetzt. Das war's dann jetzt. 2 Minuten noch für die Jungs aus Indianapolis zu spielen. 18-10. 18 Punkte Führung für uns. Und das ist natürlich der Sieg. Und so ist es auch. Wir beenden diese Partie als Sieger. 28-10. Und das war ein gutes Spiel von Björn Werner. Ein wirklich gutes Spiel, meiner Meinung nach. 6 Tackles, 2 für Loss, 1 Sack. Das ist okay. Ja, das ist jetzt nicht überragend. Aber wir müssen nochmal beachten, wir haben eine 78, ja. Wir haben hier keinen 99er Outside-Linebacker. Wir haben eine 78. Und ich finde, dafür sind die Leistungen durchaus okay. Ja, Andrew Luck heute zum ersten Mal endlich wieder da. Und wir schauen natürlich direkt mal rein, ob wir in den Statistiken irgendwas holen konnten. Und wir sind jetzt mal in den Statistiken und wir sehen witzigerweise eins direkt. Bei den Colts gibt es defensiv keinen besseren Spieler als Björn Werner, was die Sacks angeht. 8 an der Zahl haben wir, das ist mehr als alle anderen in unserem Team. Das gefällt mir ziemlich gut, muss ich sagen. Bei den Tackles gibt es einige, die ein bisschen mehr haben. Golden, Branch, Harris, da gibt es einige, die haben ein bisschen mehr als wir. Da haben wir 41 Tackles vor Loss, meine lieben Freunde. Ja, Björn Werner mit Abstand auf 1. Also wir sind in unserem Team mit Abstand, finde ich, der beste defensive Spieler hier, zumindest was diese Sachen angeht. Klar, du hast noch die Cornerbacks, die du anschauen musst für die Interceptions. Da sind wir jetzt nicht mit drin. Aber wir gehen jetzt nochmal in die gesamte NFL gucken. Und da bin ich mal gespannt, wie wir uns da im Vergleich so schlagen. Ich meine, 8 ist jetzt nicht so viel QB-Sacks. Man sieht es hier. Terrell Suggs 17,5, richtig stark. Mario Williams 16,5, auch richtig stark. Dann haben wir Justin Houston, der hat, glaube ich, den Season-Record mit 22 aufgestellt. 13 in dieser Saison. Dann haben wir Paul Kruger. Aber wir sind nicht so weit weg. Hier, Von Miller hat 10. Naja, und wir haben 8. Wir haben 8. Wir sind nicht so weit weg. Wo ist denn Werner jetzt hin? Ach, die zeigen uns hier gar nicht. Wir wissen ja, wo wir stehen mit 8. Wir werden hier irgendwo in dem Bereich nicht so viel schlechter als zum Beispiel Von Miller. Finde ich interessant. Klar, ein paar Tackles weniger, aber Tackles for Loss haben wir dafür viel mehr. Und ich glaube, da müssen wir uns nicht verstecken mit unseren Statistiken, die wir haben. Gefällt mir sehr, sehr gut. 970 XP haben wir. Die werden wir auch jetzt nochmal ausgeben. Wir machen weiter den Power Move. Glaube ich, ein bisschen höher. Vielleicht jetzt auch mal Tackle. Es ist mal wieder an der Zeit fürs Tackle ein bisschen anzuheben. Und dann hoffe ich natürlich, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und dann checkt da auf jeden Fall noch Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat aus. Die Links sind unten in der Beschreibung. Sehen wir uns da hoffentlich wieder. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTastical HD.